Ich werde euch heute zeigen, wie ihr mit 30.000 Münzen Packs im Wert von 160.000 Münzen bekommen könnt. Let's go! Und damit ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Wir gehen heute rein in die Hybrid Nationen Squad Building Challenge. Für diese Squad Building Challenge muss man so circa 30.000 Münzen ausgeben und bekommt wirklich Packs im Wert von über 160.000 Münzen. Unfassbar, was man da für einen Gewinn macht. Und wir gehen direkt rein in die erste SBC von diesen, ja, Teil-SBCs. Vierbeiner heißt die und da rushe ich einfach mal durch. Diese SBC hat mir ganz genau, oder beziehungsweise nicht ganz genau, hat circa 6.000 Münzen gekostet, also extrem günstig. Und dafür bekommt man ein Premium-Goldspieler-Set. Ja, das senden wir natürlich direkt ab, ohne lange zu schnacken. Ihr könnt euch das Ganze auch wirklich 1:1 so nachbauen. Ihr braucht für diese SBCs keine Loyalität. Und dann gehen wir auch schon rein in die nächste SBC. Und zwar bekommt man hier ein Premium-Gold-Set und das ist meine Lösung. Da hat jeder Spieler nur so circa 400 Münzen gekostet. Auch richtig günstig. Insgesamt hat mir diese SBC circa 5000 Münzen dann gekostet. Also ist jetzt auch nicht wirklich teuer. Wir senden das Ganze ab und bekommen dafür eben das Premium-Gold-Set. Dann gehen wir zum Achtungserfolg rein. Diese SBC hat mir circa 7000 Münzen gekostet. Aber man bekommt für diese SBC einfach ein 45k-Set. Wie nice ist das? Und deswegen habe ich die natürlich hier auch abgeschlossen. Wir senden das Ganze ab, bekommen jetzt eben das 45k-Set. Also ein richtig, richtig schönes Pack. Und dann noch das Nationenziel. Und dann gehen wir auch direkt mal rein. Das ist die Lösung, die ich hier zusammengebaut habe. Diese SBC hat mir am meisten gekostet. Und zwar hat die ca. 10.000 Münzen gekostet. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. Denn ihr bekommt für diese einzelne SBC 35.000 Münzen im Wert von Packs, also im Sinne von Packs. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Man bekommt einfach ein 35k-Set. Ja, so wäre es einfacher gesagt. Also ein 35k-Set für 10.000 Münzen. Und jetzt haben wir natürlich die ganze Gruppe hier abgeschlossen, bekommen für die Hybrid-Nationen-SBC dann nochmal insgesamt ein 55k-Set. Leute, man bekommt so kranke Packs für diese SBC. Ich rate euch echt, macht diese Squad-Building-Challenge. Ihr werdet da zu 99% mit Gewinn rausgehen und wir haben da jetzt eben richtig, richtig schöne Packs am Start und ich würde sagen, wir öffnen einfach mal direkt das erste, come on, und hoffen natürlich auf Packluck. Ja, der Packluck-Hut befindet sich ja da hinten. Ah, es ist leider kein Leinwandspieler. Deswegen, fürs nächste Pack würde ich sagen, holen wir uns dann den Packluck-Hut her. Und da haben wir immerhin Mariano drinnen, hat ganz ordentliche Werte für den Rechtsverteidiger. 82 Tempo geht da vollkommen in Ordnung. Bruno César und Visca noch in diesem Pack. Wir packen natürlich alles in den Verein, den Rest stoßen wir ab. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Pack. Ja, bis jetzt leider noch nicht so richtig was Gutes. Ich würde sagen, wir öffnen dieses Pack hier einfach mal. Setzen den Packluck-Hut auf und hoffen auf eine geile Karte. Come on, Leinwandspieler? Leider nein, es ist nur ein seltener Spieler. Aber es kann zum Beispiel auch Jesus oder so sein, der dann auch was wert wäre. Es ist aber leider nur Fernandes. Mit 84 Tempo, war der nicht immer Brasilianer? Ist das der? Das ist der. Ich glaube, der hat die Staatsbürgerschaft mehr oder weniger gewechselt. Und dann haben wir noch Semedo drinnen. Semedo ist sau viel wert. Semedo kostet 10.000 Münzen und somit haben wir schon mal einen richtig geilen Pull. Rafinha haben wir auch noch drinnen. Ich packe alles in den Verein, aber Semedo ist eine richtig geile Karte. Und dann haben wir jetzt eben noch ein 35k-Pack, ein 55k-Pack und ein 45k-Pack am Start. Wir öffnen das geringste Pack, das schwächste Pack sozusagen als erstes. Und es ist ein Leinwandspieler, komm. Es ist ein Leinwandspieler im 35k-Pack, come on. Japan, das heißt, es ist Kagawa von Dortmund. Schade, schade, schade. Da hätte gut und gerne was Besseres drinnen sein können. Vielleicht haben wir aber sonst noch irgendwas Gutes drinnen. Cassie ist eine coole Karte. Ja, Kagawa ist jetzt leider nicht so nice. Ich dachte jetzt, kommt vielleicht dann doch irgendwie was Besseres. Es ist leider nur Kagawa geworden. Und dann gehen wir auch schon rein ins vorletzte Pack, ins 45k-Pack. Und das wird ein klassisches Nose-Pack. Come on, vielleicht bringt's Glück. Das klassische Nose-Pack, vielleicht bringt's Glück. Es ist kein Leinwandspieler im 45k-Set. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist ein Deutscher, ein Innenverteidiger. Es müsste Tars sein. Der ist vielleicht doch gar nicht mal so wenig wert. Weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Aber im 45k-Set, da kann doch auch gut und gerne mal was Besseres drinnen sein. Ja, der ist nochmal so 4000 Münzen wert. Also mit den ganzen Spielern, die wir hier auch natürlich abstoßen können und billig verkaufen können, haben wir die Coins wahrscheinlich eh schon drinnen. Und dann gehen wir rein ins letzte Pack und das wird ein Guarana-Pack. Alter, ich liebe dieses Getränk, das gibt es aber fast nirgendwo. Und das machen wir jetzt einfach mal so. Ja, wir öffnen das Ganze, trinken einen Schluck.
Und es ist kein Leinwandspieler. Oh mein Gott, im 55k-Set kein Leinwandspieler. Was? Wir ziehen Sirigu in diesem Pack. Nein, Leute. Oh mein Gott, es hat so lange gedauert, diese SBCs zu machen. Jetzt ziehen wir nicht mal einen Leinwandspieler, beziehungsweise nur einen, und das war Kagawa. Bolasie ist noch ein bisschen was wert. Moreno ist ein bisschen was wert. Und Emre Mor. Emre Mor könnte schon was wert sein. Ja, auch nochmal so 2000 Münzen circa. Aber Leute, da hätte gut und gerne was Besseres drin sein können. Ich meine, durch diese ganzen Objekte hier haben wir die Coins zu 100% drinnen. Isquirdo ist auch nochmal ein bisschen wert, können wir mal nachschauen. Der kostet auch so 5000 Münzen. Also die 28.000, die wir ausgegeben haben, haben wir locker wieder reinbekommen. Durch diese ganzen Fitnesskarten auch hier und so. Aber es hätte gut und gerne was Besseres drinnen sein können. Deswegen bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Leute, ich hoffe natürlich, dass ihr mehr Packluck habt bei dieser Sportbuilding Challenge. Und damit war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann, ja, checkt gerne die Links in der Beschreibung ab. Bla bla. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.